Fraktionen auf Drucksache 504 vor. Wer stimmt für die? Und da haben wir klipp und klar deutlich gemacht, dass ein erneutes militärisches Vorgehen gegen die Ukraine massive Konsequenzen für Russland hätte. Auf dieser Basis arbeiten wir an einem starken Sanktionspaket. Bei neuer Aggression steht die Bandbreite unserer Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2. Ja, wir wollen jederzeit Dialog. Aber es braucht angesichts der aktuellen Lage auch Härte, die unmissverständlich deutlich macht, die souveräne Gleichheit von Staaten und die Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung sind nicht verhandelbar. Aktuell arbeiten wir daran, 150 Millionen Euro aus einem ungebundenen Finanzkredit möglichst schnell an die Ukraine auszuzahlen. Wir arbeiten natürlich bei der Impfstoffversorgung, im Energiesektor und bei den Reformprozessen im Land gemeinsam mit unseren Partnern zusammen. Das Gleiche gilt für Schutzbunker bei Odessa. Da gab es den Anruf vor ein paar Tagen, dass wir bitte unterstützen wollen, diese wieder instand zu setzen. Und morgen, weil wir direkt handeln, wird eine erste Erkundungsreise dahin stattfinden. Es kann sein, dass wir noch etwas Zeit haben. Aber dann, Herr Bundeskanzler, darf an der europäischen und dann darf auch an der deutschen Entschlossenheit kein Zweifel entstehen. Und diese Zweifel sind da. Sie haben es immerhin fertiggebracht, in dem ansonsten heillos zerstrittenen amerikanischen Kongress eine vollkommen einheitliche Einschätzung des unklaren Bildes und der Unzuverlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland entstehen zu lassen. Und das ist Ihre Verantwortung, Herr Bundeskanzler, das ist Ihre Politik. Sie führen nicht, weder in Deutschland noch in Europa.